Hallo, heute geht es um den Gymnastikball. In diesem Video möchte ich euch sagen, warum es sinnvoll ist, mit dem Gymnastikball zu trainieren, warum er wertvoll ist, gerade wenn ihr auch zum Beispiel zu Hause trainiert, und des Weiteren, wie ihr die richtige Größe für euch persönlich findet beim Gymnastikball, da es dort verschiedene Größen gibt. Der Gymnastikball hat erstmal grundsätzlich den Vorteil, dass man damit sehr gut die gesamte Halte- und Stabilisationsmuskulatur im Körper trainieren kann. Das heißt, er bringt eine gewisse Instabilität rein in das Training, wenn ihr darauf trainiert, und dadurch muss euer gesamter Körper stärker arbeiten, weil die ganzen Hilfsmuskulatur, die am Rumpf sitzt, die Schulterblätter, die Hüftmuskulatur, die Bauch-, die Rückenmuskulatur, die schräge Bauchmuskulatur, all die müssen sehr gut aktiviert werden. Und das ist besonders wichtig für Sportler, denn hier ist Stabilität und Propriozeption, das heißt das Wechselspiel zwischen Körper, die Signale, die unsere Gelenke senden, und die Reaktion darauf, die unwillkürlich ist, das heißt, die läuft unterbewusst mehr oder weniger ab über Reflexe, die zu trainieren und die zu verbessern. Da das quasi das ist, was beim Spiel, beim Kampfsport, beim Basketball, beim Fußball, Volleyball immer wichtig ist, Stabilität und Balance. Wenn wir nicht stabil sind und nicht keine Balance haben, dann können wir auch nicht Kräfte entfalten, um zum Beispiel schneller zu springen, höher zu springen oder härter zu schlagen. Das heißt, wir brauchen erstmal die Balance und die Stabilität, und dafür ist der Medizinball sehr gut, um das zu trainieren. Und jetzt kommen wir zu der Größe des Medizinballs. Was ist für euch die ideale Größe? Ich selber, als ich meinen Medizinball gekauft habe, habe ihn mit dem Ziel gekauft, eigentlich darauf zu sitzen. Wenn ich ihn zum Sitzen benutze, muss er etwas größer sein. Ich selber bin 1,77 groß und habe einen Medizinball von 65 cm. Das ist für das Sitzen okay. Für das Training ist er eigentlich zu groß. Und ein bisschen bereue ich es jetzt, dass ich mir nicht damals doch einen kleineren gekauft habe. Und in diesem Video möchte ich einfach sagen, welche Größe für euch die beste ist. Und da habe ich mal hier diese Tabelle aufgestellt. Die Tabelle habe ich von dem Marc Verstegen. Das ist, der war unter anderem der Athletikcoach der deutschen Nationalmannschaft Fußball unter Klinsmann und ist heute immer noch Berater von denen. Und in dem Buch habe ich dann gelesen, dass diese Größen für die meisten Sportler zutreffen. Faustformel ist, von unserer Schrittlänge ziehen wir 15-20% ab, und das ist dann der Durchmesser unseres Medizin- und des Gymnastikballs. Ich verwechsel das immer ganz gerne. Das heißt, hier habe ich jetzt mal aufgeschrieben, wenn man unter 1,45 Meter ist, dann nimmt man 35 cm Durchmesser Gymnastikball. Wenn man beispielsweise 1,65 bis 1,85 ist, 55 cm. Ich hatte ja gerade gesagt, ich bin selber in 1,77 und habe mir damals den 65er Ball gekauft. War fürs Training nicht so sinnvoll, fürs Sitzen sollte man sich einen höheren holen, wenn man ihn fürs Sitzen benutzen wollte, will. Fürs Training hätte ich mir eigentlich den 55 cm Ball holen müssen. Ich merke das auch bei manchen Übungen, dass einfach zu viel von meinem Körper teilweise auf dem Ball aufliegt und dadurch die Effektivität natürlich etwas abgesenkt wird. Und wenn man über 1,95 ist, braucht man einen 75 cm Ball. Also diese Tabelle, die könnt ihr euch einfach mal anschauen, und wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Gymnastikball zu kaufen, dann einfach hier nach diesen Größen gehen, wenn es fürs Training geeignet sein soll. Und ich hoffe, ihr werdet damit mit Sicherheit viel Spaß haben. Also man kann sehr viele verschiedene Übungen machen, man kann auch alte Übungen neu kombinieren, Crunches auf dem Gymnastikball beispielsweise, sehr gute Bauchübungen, ihr trainiert damit sehr effektiv euren Bauch, weil der Bauch eine Haltemuskulatur ist und dadurch, dass ihr auf dem Ball liegt, noch weiter aktiviert wird, da ihr die ganze Zeit noch stabilisieren müsst. Was gibt es noch zu sagen? Ich wünsche euch viel Spaß beim Training, viel Spaß mit eurem Gymnastikball. Danke sehr, auf Wiedersehen.